Und damit hi und herzlich willkommen wieder zurück beim Minecraft Let's Play. Es ist schon etwas länger her, dass wir hier waren. Ach toll. Ich habe die Kommentare gelesen. Ich soll da keinen Zaun machen. Also mache ich auch keinen Zaun, ganz einfach. Sieht man da eine Fledermaus? Ja. Dann machen wir wieder hier den hier. Ja, ich soll halt hier keine. Also keinen Zaun rundherum machen. Dachte ich mir, okay, machst halt keinen Zaun. Wir haben noch eine komplette Rüstung. Tralala. Ich muss wieder reinkommen. Ich gucke nur gerade ins Inventar, um zu gucken, was wir haben und was wir nicht haben. Und ich merke gerade, wir haben kein Eichenholz mehr. Das heißt, wir müssen uns das zurechtlegen, sozusagen. Dazu muss man sagen, ich habe auch dieses Mal mein Thema. Und ich muss sagen, das ist schrecklich. Ich habe das wirklich gehört heute. Ich habe es wirklich heute gehört. Vor kurzem sogar, also wirklich vor 30 Minuten oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so heftig einfach, ne? Deshalb nehme ich das auch als heute als kleines Thema. Es geht um Fußball. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich gar kein Fußballfan. Also Fußball ist wirklich bei mir gar nicht. Also das hat mich noch nie interessiert. Und ich glaube, nachdem ich das da gehört habe, werde es mich wahrscheinlich nie wieder interessieren. Weil das ist wirklich heftig. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Ich mache nämlich ganz kurz die Musik leiser, weil das klingt ein bisschen heftig. So. Ne? So. Nämlich, ich habe ein Video geguckt und dieses Video habe ich auch in der Playlist nochmal. In der Beschreibung habe ich das nochmal reingeschmissen. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da nochmal draufklicken. Und ich rate es wirklich euch. Auch die Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, so wie ich halt, guckt es euch an. Ich kann euch sagen, danach wird euch ein Licht aufgehen. Und ich kann euch sagen, dieses Licht ist nicht schön. Denn es soll ja irgendwie die WM dieses Jahr sein oder so. Ich bin da überhaupt nicht so richtig drin damit. Weil es mich, wie gesagt, überhaupt nicht interessiert. Und da war es halt so. Alter. Moment. Achso, okay. Ich dachte, Musik lief nicht weiter. Nämlich ist es so, dass es hängt. Nee. Soll ja in Brasilien sein. Und in Brasilien ist ja hier große. Also, das ist ja wirklich ein Thema. Groß geschrieben, nämlich fair spielen, bla bla bla. Und allerdings dieses Jahr ist es nicht so, denn in Brasilien sind die Leute ziemlich ungebildet, also nicht so viel mit Schule etc. Also die interessiert das auch relativ wenig. Das Problem ist halt einfach nur, bei meinem Hals. Entschuldigung. Das Problem ist nur, dass natürlich auch da eine Polizei geben muss. Ne? Und wenn die total ungebildet ist, dann gibt es da natürlich ein paar Problemchen. Übrigens, hier habe ich den Tipp bekommen, dass ich in der 1.7, wenn ich in der 1.7 spiele, dass die Lichtbugs hier weg sein sollen. Bin ich mal gespannt. Toll. Aber egal, kommen wir zum Thema zurück. Ich habe mal geguckt, ob da Knochen drin sind. Diese Polizisten sind halt total ungebildet und deshalb sind die halt, sag ich mal, etwas dümmer als jetzt unsere Polizisten hier zum Beispiel, die wir jetzt hier größtenteils in Europa halt haben. Aber da ist es, in Brasilien ist es halt so, dass da etwas gibt. Zum Beispiel, ich habe den Satz jetzt ein bisschen verdreht. Ist halt so, dass die in Brasilien halt es überhaupt nicht mögen, wenn halt Obdachlose rumlaufen oder halt Kinder, die. Jetzt kommt auch noch Skype hier, meine Herren. Ich lasse das jetzt doch egal. Ich will über das Thema quatschen, weil mir das wirklich zu denken gemacht hat. Da ist halt so, dass die halt wirklich die Obdachlosen, also alles, was halt nicht so wirklich ein Haus hat, sage ich mal, hassen die. Also hassen nicht unbedingt, aber sie haben was halt dagegen. Und es ist halt so, das muss man sich jetzt wirklich geben, dass die
Polizei da, wenn sie ein Kind zum Beispiel sehen, das ohne Eltern rumläuft und dann halt auch wirklich wissen, dieses Kind hat keine Eltern, dann wird es tatsächlich einfach abgeschossen und umgebracht. Es kann nichts dafür, es weiß nicht mal richtig, was passiert und die werden dann einfach abgeschossen. Das ist so heftig. Also das ist wirklich sehr krass. In Brasilien. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was hat das jetzt mit dem Fußball und alles zu tun? Ganz einfach. Die Polizisten bekommen ja dadurch Geld. Beziehungsweise auch andere Leute, wenn sie das halt auch machen, bekommen sie halt auch dafür Geld. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bitte. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht falsch. Nicht falsch verstanden. So rum. Mein Gott. Also, es ist halt so, dass sie halt abgeschossen einfach werden. Und dafür bekommen sie halt auch Geld. So, und mit diesem Geld wird dann tatsächlich solche sowas wie das Stadion gebaut. Vom Fußball. Das muss man sich jetzt einfach mal geben. Das ist so asozial einfach nur. Das ist so krank. Also ganz ehrlich, das ist so krass. Das ist auch nicht das einzige Land. Also Brasilien ist ja nicht das einzige Land. Bei weitem nicht. Bei Afrika, also in Afrika war es halt auch so. Allerdings ist es halt jetzt schon wieder. Also deshalb, ja, guckt euch wirklich das Video an. Ich lege es euch wirklich am Herzen. Den Kanal kann ich auch nur empfehlen, also der ist wirklich super. Der macht seine Arbeit sehr gut. Und ja, ich muss wirklich sagen, das hat mich so geschockt. Das ist so krass einfach, ne? Weil die WM, ganz ehrlich, es interessiert mich so eigentlich gar nicht, aber wenn ich sowas höre, ganz ehrlich, dann ist mir ganz egal. Und wenn ihr jetzt in den Titel guckt, dieser Folge, werdet ihr etwas sehen. Beziehungsweise die Folge hat halt einen extra Namen. Und das hat auch seinen Grund, denn wenn ihr das Video angeguckt habt, dann wisst ihr auch, warum das da steht. Ich werde es jetzt nicht sagen, damit ihr das Video guckt, wenn es euch wirklich interessiert, weil ich es wirklich will, dass ihr das guckt. Weil es wirklich einfach, es ist einfach die Wahrheit und es ist einfach schlimm. Und deshalb habe ich halt auch den Text da oben hingeschrieben, einfach weil ich halt auch dagegen bin, weil es ist einfach heftig, das kann man echt nicht machen. Einfach jemand abknallen und einfach damit Geld verdienen, das geht nicht. Das ist so unmenschlich einfach nur. Ganz ehrlich, das geht einfach gar nicht klar. Von daher, ja, will ich halt einfach, dass ihr da auch mal ein bisschen Verständnis dafür habt. Und also ich hoffe wirklich, dass YouTube diesen Text da nicht irgendwie meckert darüber, weil ganz ehrlich, die sollen sich auch mal das Video angucken, ja. Die meckern ja für jeden Scheiß. Ich muss übrigens mal ganz kurz hier was gucken. War man das? So. Zack. So. Ja. Da war ich kurz weg, tut mir leid. Ich mache übrigens mal auf easy, weil ich will, dass ich Knochen bekomme, weil sonst dauert das hier 10 Stunden, bis wir hier mal endlich ein bisschen Holz haben. Ich kann natürlich auch hier die kleinen Bäumchen auch wegschmeißen. Also, ja, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall das Video an, auch wenn euch Fußball nicht interessiert. Bei mich hat es auch nicht interessiert, ich dachte wirklich nicht, dass das so krass war. Weil, boah, heftig. Das ist wirklich heftig. Deshalb guckt euch wirklich das Video an. Und dann wisst ihr mehr. Und ich weiß nicht, ob wirklich Fußballfans hier auch sind, die gucken. Also wahrscheinlich doch. Aber auch Fußballfans sollten sich auf jeden Fall das angucken. Also wirklich, gerade die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Weil das ist wirklich, das geht einfach gar nicht. Deshalb habe ich halt auch den Titel halt etwas krasser gestalten, aber ganz ehrlich, mir ganz egal, denn ich habe einen Grund dazu. Und von daher habe ich das halt gemacht. Mir egal. Ich hoffe, dass YouTube das auch versteht. Hey, YouTube meckert ja für jeden kleinen Scheiß. Und bitte, für so was muss man wirklich Verständlichkeit haben. Ja. Ich weiß übrigens nicht, wie lange wir aufnehmen. Heute ist wirklich wieder
alles für den Arsch. 9 Minuten, dann starte ich jetzt einen Timer. Nein, weg damit. Ihr seht hier immer mein wunderschönes Aufnahmeprogramm, das ist wirklich das Schönste überhaupt. Naja, ist ja egal. So, ich habe mir gerade meine Schaufel hier. So. Ja. Was sagt ihr denn? Also, wenn ihr das Video jetzt guckt oder geguckt habt, was denkt ihr denn darüber? Das wäre wirklich mal voll interessant zu wissen. Besonders für Fußballfans, ich glaube, das ist einfach richtig krass und hart einfach, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie noch was von Fußball oder so höre, dann kriege ich Kotzen, ganz ehrlich. Und ich glaube... Ja gut, okay, man muss sagen, dass es auch nur die WM, für die WM halt größtenteils halt gilt. Aber es ist trotzdem einfach übertrieben. Halt, das Geld wirklich, das ist doch nicht mal alles. Also es gibt noch viel andere. Es gibt auch Leute, also Kinder, wirklich Kinder, ja, Minderjährige, die auch prostituiert werden und all so einen total asozialen Scheiß einfach, ne? Dass man echt einfach keinem antun soll und das wird so profitiert von dem ganzen Scheiß. Einfach nur, damit man da sitzt und diesen Scheiß guckt, ja? Dafür müssen Menschen sterben auf der ganzen Welt. Also nicht auf der ganzen Welt, aber gut, okay, zum Teil nicht ganz auf der ganzen Welt, aber halt in vielen Ländern. Da müssen über 100.000 Leute sterben, nur damit man da sitzen kann und sich irgendwie freuen kann, dass seine Gruppe irgendwie, also sein Team halt weitergekommen ist. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das ist einfach nur Scheiße, das ist, ne, das geht nicht. So, schau dann mal ein bisschen hier weiter. Wie mache ich denn das? Ich mache das jetzt einfach so. Man merkt, dass ich ein bisschen nicht so high-detail immer, wie immer bin. Und wirklich ein bisschen... Na, man merkt es bestimmt. Weil es wirklich irgendwie mir zu gedenken gibt. Weil es wirklich heftig ist. So, Gras hier mal weg. Bah. Übrigens, wer es noch immer nicht mitbekommen hat, wer das Video vielleicht nicht gesehen hat oder so. Ich mache ab jetzt auch Livestreams von Minecraft. Wollte ich nur mal so kurz anmerken. Ich mache halt Livestreams auf Twitch. Das heißt, ja, guckt einfach das Video an. Da habe ich irgendwo auf meinem Kanal, sollte ein Video sein, mit dem Link dazu. Zu meinem Kanal halt. Und ja, da könnt ihr halt, mache ich halt so ab und zu Streams. Halt über Minecraft. Ja, könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr Lust habt. Also Streams sind ja wie im Video schon gesagt. Irgendwann in der Woche oder halt, wenn ich halt wirklich einen Stream wirklich plane, dann sage ich natürlich auch sofort Bescheid, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. So. Hier kommt Erde rein, das finde ich schlecht. Dann hier wieder Stufchen. Was? Und hier kommt noch ein bisschen Erde hin. Damit es halt nicht so merkwürdig aussieht. Die kommen auch weg. So, zack und zack. So. Boah, jetzt drehe ich auch noch die falschen Tasten. Ja, jetzt geht's richtig los. Hier wird es schwieriger, weil es hier ein bisschen asymmetrisch wird. Was war das denn für ein Satz jetzt? Asymmetrisch. Es wird asymmetrisch. So. Dann mache ich das halt jetzt hier so. Mache ich hier so eine kleine Abzweigung. So. Nee. Quatsch. Das mache ich hier. Ja. Zack. Das da kommt da hin. So. Da kommt auch natürlich noch ein bisschen Holz rein, ist ja klar.
Ja, jetzt brauchen wir wirklich noch Bäume. Ohne Bäume geht hier nichts. Ich pflanze sie trotzdem schon mal hin. Vielleicht wächst hier ja noch irgendeine. Ach komm, wir machen einen richtigen Wald hier raus. So. Oh, Nenderman. Okay, es ist Nacht. Das heißt, ich mache das mal ein bisschen einfacher, damit wir auch eine gute Chance haben. Hallo. Boah, nicht hängen. Alter, jetzt nicht hängen. Ja, natürlich, Minecraft läuft trotzdem weiter. Alter. Kommt her, meine Kinder. Was? Nein. Yay, so. Das, so sieht Brasilien aus, meine Leute. So. So, Skelette. Holen wir uns mal ein paar Skelette. Oh, Alter. Vor allem die treffen noch richtig gut. Junge, warum hängt es jetzt? Wegen der Musik wahrscheinlich. Boah. Boah, ey, wie der doch immer trifft einfach, ne? So. Ach komm, lass das doch. Nein! Ach, verdammt. Boah, Skelette sind wirklich scheiße irgendwie. Boah. Warum lädt's denn jetzt so heftig? Die treffen und die treffen und die treffen. Boah, ist gut, Mann. Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Na, Knochen her. Hab ich einen Knochen? Ja, ich hab den, okay. Fresse. Da ist nur eins, aber da hinten sind noch ein paar. Boah. Boah. Genau, schieß das gegenseitig ab. Boah. Ach, Mann. Ich muss sagen, die Fledermaus ist voll nützlich. Aber das Scheiße ist nur, dass man so richtig krass scheiße abgewehrt wird. Ach, Mann! Diese verdammten Creeper immer. Boah. Ich muss schon wieder hier wieder generieren. Halt die Fresse, du scheiß Glatt. Ja, komm, übertreib's halt einfach mal. Haben wir keinen Bogen irgendwie doch hier? Wo ich jetzt diese scheiß Glätt wieder hingelatscht. Boah, sag bloß, dass es jetzt despawnt. Da ist auch noch eins. Scheiß drauf, ich nehme jetzt ein anderes Glätt. Hier ist mir gerade viel zu viel los. Schwert, Zombie, Gedöns. So, komm, hier drauf gehen, nicht ich, sondern ihr. So. Und hier liegt auch noch einer. Zack. Wir brauchen die Knochen halt gerade. Okay. Boah, Husten. Boah, was ist denn jetzt los? Naja. So, guck mal, ich kann das irgendwie nicht so richtig einschätzen. Ja, die Folge ist eigentlich auch schon vorbei. Würde ich sagen, fliege ich wieder zurück. Wo ist zurück? Er ist zurück. Aber das Dach sieht cool aus nachts, ne? Boah. Cool. So, und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon von dieser Folge. Also wie gesagt, guckt euch wirklich das Video an. Das lege ich euch wirklich ans Herzen. Weil, ganz ehrlich, das muss schon fast sein. Dann versteht ihr auch, warum die Überschrift vielleicht ein bisschen krass klingt, aber es ist wirklich so, also macht's einfach. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.